Gut. Okay, dann fange mit den Haaren an. Ne, hier fehlt noch was. Gut. Oder? Ja, da muss man ganz genau sein. Also, die Haare wollen wir ja auch, diese kleinen Härchen da. Und dafür muss der Hintergrund weiß sein. Also das, was ihr nicht haben wollt, muss weiß sein und was ihr haben wollt, muss schwarz sein. Jetzt gehen wir also auf wieder dieses Auswahlrechteck-Werkzeug. Dann nehmen wir uns eine Haarpartie. Jetzt haben wir das ausgewählt. Wir gehen jetzt auf Bild, dann Korrekturen und dann die Tonwertkorrektur. So, jetzt haben wir hier solche Regler, die müssen wir umeinander schieben. Schaut genau hin, wenn wir das schieben, dann wird das Schwarze immer schwärzer. Das darf man. Okay, dann machen wir ungefähr so. Dann, das ist der Regler, der alles weiß macht. Schaut her, so wird alles weiß. Dann machen wir es etwas heller. Der macht, ich weiß nicht, irgendwie Balance zwischen den beiden. Noch etwas. Okay, das passt. Gut. Dann die nächste Haarpartie. Wieder auf Bild, Korrekturen, Tonwertkorrektur. Rumschieben. Okay. Dann das nächste. Da können wir eine größere Auswahl treffen. Bild, Korrekturen, Tonwertkorrektur. Etwas dunkler, etwas heller. So. Okay. Dann seht ihr diese Punkte hier, die wollen wir nicht haben. Also nehmen wir wieder den Pinsel, nehmen Weiß und dann malen wir das ein bisschen aus. Wir können jetzt noch den Pinsel nehmen und den Modus auf ineinander kopieren stellen. Dann nehmt ihr wieder weiß. Upsi. Weiß, genau. Das ist zu krass. Das funktioniert meistens nicht so gut. Naja. Okay, wie es euch gefällt. Dann wieder hier. Nehmen wir diesen Bereich. Bildkorrekturen, Tonwertkorrektur. Bla bla. Okay. Ich hasse das. Das ist so langweilig, finde ich. Das Ausschneiden gehört zu den blödesten Sachen, die ich an Photoshop hasse. Aber da muss man durch. Gut, nehmen wir dann diesen Bereich. Wieder Korrekturen. Also ich mache dann hier jetzt weiter. Bis gleich. Hallo? Also, ich habe jetzt das da. Ei, das da ist halt fertig. Dann dieses Dreieck habe ich noch ausgemalt. Dann hier habe ich es noch etwas verbessert. Und hier, das können wir auch noch schwarz malen.
Da sieht's noch ein bisschen blöd aus. Okay. So, jetzt haben wir das fertig. Immer noch nicht. Einen Moment bitte. Also hier habe ich es noch etwas verbessert. Okay, jetzt sind wir damit fertig. Jetzt drücken wir STRG und hier auf den Alpha 1. Verstanden? Jetzt haben wir diese Auswahl von dem, das wir nicht haben wollen. Jetzt wechseln wir zurück in den RGB-Kanal. Dann wieder auf die Ebenen. Hier habe ich jetzt die Haare ausgewählt. Naja, hier ist es nicht so gut. Also es geht. Dann gehen wir wieder auf die... Nein, Schmarrn. Okay. Jetzt haben wir das ausgewählt. Jetzt gehen wir auf Bearbeiten und dann Löschen. Okay. Jetzt seht ihr, wir haben hier noch so weiße Ränder, die wir nicht haben wollen. Deswegen machen wir das nicht, sondern wir gehen auf Auswahl und dann Kante verbessern. So. Hier gehen wir dann auf Kontrast, den erhöhen wir ein bisschen. Dann weiche Kante auch, aber nur ganz, ganz wenig. Dann drücken wir auf OK. Dann versuchen wir es nochmal mit dem Löschen. Also es ist schon besser geworden, oder? Ja. Dann Auswahl aufheben. Die können wir im Nachhinein noch etwas färben, diese Härchen. Und das löschen wir dann. Ah, genau. Das bleibt irgendwie immer. Diese Ränder. Also bei mir zumindest. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Und außerdem, wenn man eine Person vor einen Hintergrund stellt, dann erkennt man die Haare nicht so. Außer wenn es von einem schwarzen Hintergrund macht, dann ist es etwas blöd. Also diese weißen Ränder kommen davon, weil wenn man fotografiert, dann bleiben an der Person immer außenrum so eine kleine, wie sagt man, Schicht. Die sieht man dann auf den Fotos. Zum Beispiel hier. Das ist auch nicht der Hintergrund, sondern das ist halt die Haut, die reflektiert wird irgendwie von dem Blitz oder was weiß ich. Oh, was ist das da? Naja. Okay, jetzt habe ich die Person freigestellt. Also das Weiße gefällt mir immer noch nicht. Wir können es noch so machen. Wir machen eine neue Ebene, drücken wieder STRG, dann auf dieses Kästchen, dann haben wir die Auswahl erstellt. Dann auf die Ebene und den Pinsel. Dann nehmt ihr diese Pipette und sucht euch, weiß nicht, dieses, ja, ein ganz, ganz helles Braun. Dann die Deckkraft etwas runter. Und weicher Pinsel. Dann können wir das versuchen zu färben. Deckkraft können wir noch etwas erhöhen. Okay. Hier unten auch noch. Okay, jetzt haben wir diese Ebene mit den Haaren.
Wir können das jetzt versuchen, etwas zu verändern, vielleicht mit Farbton und Sättigung. Zoome mich ein bisschen mehr ran. Färben. Dunkler. Also irgendwie färben sich diese roten Härchen nicht. Keine Ahnung wieso. Diese weißen, Entschuldigung. Naja. Okay, lassen wir es mal so. Jetzt haben wir das freigestellt und wir können das vor jeden beliebigen Hintergrund setzen, den ihr wollt. Ich suche jetzt mal einen. Also ihr könnt irgendwelche Bilder nehmen, aber ich habe jetzt gedacht, dass ich einfach eine neue Ebene nehme, dann hier diesen Schwarz-Weiß-Verlauf nehme, dann diese Grautöne, also so einen ungefähr. Erst einen helleren und dann einen dunkleren, aber nicht zu dunkel. Dann okay, dann hier auf dieses, auf diesen Kreis und dann sowas. Also lasst euch irgendwas einfallen, ihr könnt auch. Ah, jetzt habe ich eine Idee. Wenn ihr mein vorheriges Tutorial gesehen habt, dann könnt ihr das auch jetzt machen. So, ist doch schön. Aber was ich jetzt vergessen habe, also diese beiden Ebenen müssen wir zusammenfügen. Also wir klicken auf diese, dann STRG, dann auf die andere. Dann Rechtsklick und dann auf eine Ebene reduzieren. Dann transformieren, wieder mit der Taste über STRG. Wir können jetzt noch vielleicht schwarz-weiß machen. Ah, hier. Oh Gott. Also, wie ihr es haben wollt. Okay. Also das war mein Tutorial. Dann tschüss.